Kannst du mir unterhelfen? Schauspielerin Nina Proll polarisiert mit ihren aufsehenerregenden Postings das ganze Land. Zuletzt gibt sie an, dass sie die MeToo-Debatte nicht zur Gänze befürworte, weil viele Frauen ihre Sexualität bewusst einsetzen würden, um zu bekommen, was sie wollen, und dies nun als sexuelle Belästigung publik machen würden. Jetzt legt die 42-Jährige bei Frühstück bei mir im Interview mit Claudia Stöckl noch einmal nach. Wo die Grenzen zu sexuellen Belästigungen zu ziehen sind, sei schwierig. Wie will man mehr Bewusstsein für etwas schaffen, von dem wir selber nicht einmal wissen, wo es beginnt oder was es ist? Da stelle ich einfach die Frage, okay, ist sexuelle Annäherung zwischen Mann und Frau grundsätzlich verwerflich in unserer Gesellschaft? Wollen wir grundsätzlich sagen, Männer sollen nicht mehr versuchen, uns Frauen ins Bett zu bekommen, weil es könnte für uns als Belästigung aufgefasst werden? Es hängt ja wirklich nur vom persönlichen Empfinden der Frau ab, ob ihr der Mann gefällt oder nicht. Als Stöckl Proll mit Postings von Kolleginnen konfrontiert, liest sie auch jenes von Gabriele Benesch vor. Entweder Nina, dein Posting war ein guter PR-Gag oder du bist unglaublich naiv, weil es ist eine Themenverfehlung gewesen von deiner Seite. Ich habe unzählige Übergriffe erleben müssen, vor allem als junge Schauspielerin, und nicht jede Frau hat so viel Selbstbewusstsein wie du, dass sie auf derartige Übergriffe richtig reagiert. Und viele haben tiefe Verletzungen und Demütigungen erfahren müssen. Ja. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass das in dieser MeToo-Kampagne geäußert wird. Kannst du dem nicht auch etwas abgewinnen? Ich kann da nur sagen, liebe Gabi, das habe ich hier auch gepostet, sie hat es leider wieder gelöscht. Ich habe gesagt, bevor du mir sowas schreibst, denk einmal darüber nach, wie viele Männer du schon sexuell belästigt hast. Ich kenne diese ganzen Schauspielerinnen, die auf den Galas und irgendwelchen Preisen und Events herumlaufen und ihre Möpse irgendwelchen Produzenten unter die Nase halten, sich auf Schöße setzen und hinterher behaupten, sie sind sexuell belästigt worden. Also du meinst, sie ist eine davon? Natürlich. Kritik zu Prolls Aussagen gibt es von Schauspielkollegin Ursula Strauß. Sie meint: Ich freue mich für sie. Nur was sagt sie damit den Frauen, die nicht so stark sind, die sich nicht selbst beschützen können, die in Machtstrukturen gefangen sind, aus denen man nicht mit einem Nein ausbrechen kann? Ich denke, eine der Schwierigkeiten daran ist, wenn man als Mensch, der eine gewisse Reichweite hat, einen Beitrag zu einem so heiklen Thema in der Öffentlichkeit zur Diskussion stellt, dann sollte man sich vorher genauer überlegen, wie man welche Inhalte transportiert. Ob Not Me oder Me Too, die Sexismusdebatte beschäftigt Österreichs Promi-Damen.